Ah, bin ja schon drauf. Willkommen Leute zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Ich bin euer Holby und heute kommen wir zu Teil 2 unserer M870 Reihe von der Firma S&T. Freundlicherweise hier zur Verfügung gestellt von Begardi. Wie kommt die Waffe zu euch? Die Waffe kommt in diesem schlichten schwarzen Pappkarton mit S&T-Aufschriften, einer Explosionszeichnung und zahlreichen Warnhinweisen auf der Waffe, einer Bedienungsanleitung, dem 22-Schuss-Magazin und natürlich der Waffe an für sich selbst. Kommen wir nun noch gleich zum technischen Part der Waffe. Das Ganze ist, wie schon bei der größeren angesprochen, ein Federdruckrepetiersystem im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist hier oben, wie bei der anderen auch, über die Inbusschraube einstellbar. Die Materialien ist Vollmetall und Echtholz verarbeitet. Das, die Kapazität des Magazins, wie schon angesprochen, fast 22 Schuss. Die Energie liegt bei 1,4 Joule der Waffe, das haben wir natürlich für euch nachgekront. Die Länge der Waffe und jetzt kommen wir zum Unterschied. Wir haben hier jetzt die Sawed-Off-Version, heißt wir haben gerade mal eine Länge von 555 mm und aber trotzdem ein stolzes Gewicht von knappen 2 Kilo. Also das ist ein ganz schöner Prügel in der Hand. Der Preis, den wir gerade dafür haben möchten, sind 139 Euro. Kommen wir auch gleich zu den technischen Eigenschaften außen von der Waffe. Wir haben hier ein Vollmetallbody, wie bei der großen auch, in einem schönen schwarzen eloxierten Finish. Die Holzteile sind hier Echtholz, ebenfalls wieder schöne Details verarbeitet. Am Handgriff jetzt nichts, aber das ist in der Hinsicht auch nicht nötig. Aber vorne beim Repetierhebel kann man schön anfassen und rutscht auch nicht so schnell ab. Die Slinghalterung haben wir hier eine unten, eine oben. Der unten ist schön für einen One-Point-Sling, damit man die auch als Backup tragen kann, wobei diese 2 Kilo für eine Backup schon relativ wuchtig ist. Und die Energie von 1,4 Joule, das muss man halt abwägen, ob man es dementsprechend nutzen möchte. Sprechen wir jetzt auch schnell noch die Markings an. Wir haben hier, wie schon bei der großen, das Modell 870 Super Magnum. Und hier muss ich mich verbessern im Vergleich zur großen. Die 12 GA, das ist nicht die Länge von der Waffe, sondern die Originalmunition, was es verwendet, also die Schrotpatronen in der Hinsicht. Auf der Rückseite haben wir einmal das Begardi Kaliber 6 mm und das FM5-Eck und ein kleines S&T-Logo, der das Ganze im Markings etwas abrundet. Das Magazin, kommen wir auch gleich drauf zu, wird eingelegt wie bei der großen auch. Hier darauf aufzupassen, dass Magazin nur einzulegen ist, wenn repetiert ist. Also wenn der Durchladehebel vorne ist, anders geht es nicht. Auch beim Raustun, wie gesagt, einfach reindrücken, bis es hörbar einrastet. Und dann durchladen. Ist jetzt keine Kugel im Magazin drin. Die Ersatzteile außen hier ebenfalls GMP-kompatibel, sofern man was anbringen kann. Was hier interessant ist, ist natürlich nur die Rail, was man oben drauf montieren könnte, oder die Shellhalterungen als Deko. Muss jeder für sich selber wissen. Der Lauf, Außenlauf und der Innenlauf ist ebenfalls wechselbar. Kann man dann auch auf etwas größere umsteigen, wenn man denn möchte. Kommen wir auch gleich zu den Eigenschaften innen von der Knarre. Wir haben im Innern, wie bei der großen auch, eine Gearbox-Shell, die ist metallgefertigt ist. In dieser Gearbox-Shell allerdings wieder nur Kunststoffteile, die allerdings mit GMP kompatibel sind, heißt man kann es einfach austauschen. Das Ganze ist eine Single-Shot, also heißt einmal repetieren, einen Schuss. Auch durch mehrmalen Repetieren ist hier nicht möglich, weitere Kugeln in Lauf zu laden, weil der Repetiervorgang blockiert wird, solange eine Kugel im Lauf ist. Wie schon angesprochen, Ersatzteile gibt es von GMP.
ist überhaupt kein Problem, die miteinander zu kombinieren. Wir haben es natürlich uns auch nicht wieder nehmen lassen, diese Waffe im Praxistest zu bewähren. Dafür haben wir diesmal den Daniel auf die Reise geschickt, das Ding für euch zu testen. Wir wünschen euch viel Spaß im Praxistest. Wir sehen uns gleich wieder. Hi Leute, hier haben wir für euch von S&T die 870 Sword Off. Mal was Kleines, Handliches, Kompaktes, denkt ihr. Denn dank Vollmetall hat dieses kleine Teil ein stattliches Gewicht. Frontgriff, Repetierhebel aus Echtholz. Hallo Heiko. Und mit ein bisschen Übung lassen sich die Magazine handlich wechseln durch diesen kleinen silbernen Metallnupsi da unten dran. Was mir sehr gut gefällt, da hier nichts weiter hervorsteht, wie bei anderen Waffen der Bauart. Kommen wir nun auch schon zum Fazit der Waffe. Die Waffe ist eine sehr schöne Vollmetallbauweise in einem schönen matten Finish, wie die große ja auch schon angesprochen. Die kurze Bauart, was wir jetzt hier allerdings haben, eignet sich die Waffe auch schön als Backup-Waffe. Wobei wir sagen müssen, 1,4 Joule und knappe 2 Kilo, ob das auf Dauer so gut ist, gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben die Waffe jetzt schon seit längerem in Benutzung. Es gab keinerlei Probleme, lediglich beim Magazin, da darf man nicht zu viele BBs reintun, sonst blockiert die Waffe. Ansonsten klare Kaufempfehlung, wir werden damit noch länger unseren Spaß haben. Euer Holbi, macht's gut.